B2.5. Begründen Sie, dass es keine Pyramide ABCDSN gibt, deren Volumen halb so groß wie das Volumen des Prismas ABCDEFGH ist. Gucken wir nochmal in die Skizze rein, um zu überlegen, was passiert hier eigentlich oder was gefragt. Also das Volumen der Pyramide hier unten ist die Frage, ob es jemals halb so groß sein kann wie das Volumen des Prismas. Also können wir jetzt erstmal das Volumen des Prismas berechnen und halbieren. Dann wissen wir schon mal, um welchen Wert es sich handelt. Und jetzt noch zur Überlegung, das Volumen der Pyramide hier unten ist ja abhängig vom Punkt Sn. Wenn der Punkt Sn, also dieser hier, in Richtung m runtergeht, wird die Höhe der Pyramide immer kleiner und strebt gegen 0. Das ist für uns jetzt eigentlich uninteressant. Sondern wir wollen ja wissen, ob es tatsächlich die Hälfte der Pyramide des Prismas annimmt. Also umgekehrter Fall, der Punkt Sn geht in Richtung E nach oben, das Volumen wird immer größer, bis es sein Maximum erreicht, nämlich wenn der Sn oben im Punkt E landet. Und jetzt könnte man einfach überlegen, wir berechnen dieses maximale Volumen und schauen nach, ob das tatsächlich halb so groß sein kann, wie das halbe Volumen des Prismas. Wenn der Punkt S oben im Punkt E liegt, haben wir als Höhe der Pyramide die Strecke AE und damit 10 cm. Damit lässt sich dann alles berechnen. Also Volumen von, fangen wir mit der Pyramide an, ja, fangen wir mit Prisma an, dann wissen wir, wie groß es werden soll. Prisma wäre Grundfläche, das ist die Raute ABCD, mal die Höhe. Und weil ja hier ausdrücklich nach dem halben Volumen des Prismas gefragt ist, setze ich noch eine halb davor. Ein halb mal Grundfläche ABCD, die haben wir schon mal berechnet, beziehungsweise kann man auch noch mal leicht herleiten. Wir haben eine Raute, Flächenform einer Raute ist ein halb mal Diagonale 1 mal Diagonale 2. Also ein halb mal. Was haben wir gesagt? 10 mal 6 und AE sind wiederum 10. So, und das kann man jetzt wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen. Dann kommen hier 150 Kubikzentimeter raus. Also so groß darf oder muss die Pyramide werden. So, gleiches Spiel für die Pyramide. Volumenformel ist ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Sehen wir jetzt schon vielleicht, Grundfläche und Höhe sind gleich. Also ein Drittel mal ein halb mal 10 mal 6 mal 10. So, ein halb mal 10 mal 6 sind 30, mal 10 sind 300 und ein Drittel von 300 sind 100 Kubikzentimeter. Und nochmal zur Erinnerung, das ist das maximale Volumen, das die Pyramide annehmen kann. Also folgt daraus, nein, die Pyramide kann nicht das Volumen, das halbe Volumen des Prismas haben, da Vmax gleich 100 Kubikzentimeter ist und das echt kleiner ist als 150 Kubikzentimeter. So ungefähr könnte man es schreiben. Es gibt hier viele Möglichkeiten, das dann noch näher zu beschreiben oder vielleicht auch ganz anders zu beweisen.